bedingungslose Glückseligkeit. Bedingungsloser Frieden. Totale Kapitulation. Wenn alles aufhört. Totaler Stopp. Total Stopp. Völliges auf sich selbst gerichtet sein. In der ewigen Weide der Selbstlosigkeit, wo kein Selbst auch noch eine Idee von Selbst ist. Nun, in dieser Abhängigkeit von einem Umstand der körperlichen Erlebbarkeit, des Atmens, der Luft, der Nahrung und des Planetensystems natürlich. Nee, nur der Erde und der Sonne. In dieser Abhängigkeit befindet sich der Mensch. Und er wird wohl nie die Abhängigkeit von Nahrung und Luft und Licht und Liebe entkommen können. Das Bedürfnis, geliebt zu werden. Da es nun aber so mal ist, wie es nicht sein kann, bleibt es immer nicht, wie es nicht ist. Und alles andere ist reine Spekulation. Spekulatius, das ist so ein Gebäck, das haben sich irgendwo mal welche spezifischen Bäckermeister ausgedacht, die so Reste zusammengekrümelt haben und wieder aufgebacken und dann in Form. Aber nun, bedingungsloses Glück, wie kann man das erreichen? Das geht wohl nicht, weil jedes Erreichen ist wieder die Idee, dass es eine Bedingung dafür gibt, für dieses bedingungslose Glück. Also in den Umständen wird sich das bedingungslose Glück wohl nie offenbaren. Es wird wohl immer vor und jenseits der Umstände sein. Die Umstände mögen kommen und gehen und das bedingungslose Glück verweilt in der Nichtzeit. Oder in dem, was vor der Zeit und der Nichtzeit das ist, was das bedingungslose Glück ist. Und damit kann ja wieder keiner was anfangen und das ist ja das Gute, weil das ist doch Freiheit. Wenn man ihn geben könnte, der damit was anfangen könnte, mit der Freiheit, dann wäre die Freiheit besitzbar und dann wäre es schon keine Freiheit mehr. Ja. So schrecklich schön ist das. Oder auch nicht. Auch wieder schön. Ciao. Schauen. Tschüss.